Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht alles um diese schöne Box. Und zwar werde ich das YT Capra Comp 29 mal unboxen. So, quatsch mal nicht lange um den heißen Brei herum. Packen wir es einfach mal aus. Also das ist auch mein erstes Bike von YT. Ich weiß also nicht wirklich, was drin ist. So, anfangen werde ich jetzt einfach mal mit dem Lenker vorne den zu auszupacken. So, weiter geht's. Und zwar jetzt hier wieder weiter auf mit Kabeln aufzwicken. So, warum sie schleift auch nicht? Dann ist das mal richtig gemacht. So, kommen wir dann jetzt zum Hinterrad. Und zwar schiebe ich das Beutel schon vor. Und wir werden das Hinterrad montieren. Natürlich ist auch hier ein Teil drin. Ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall werden damit die Bremsklötze auseinandergehalten, falls man doch aus Versehen die Bremse betätigt und sich die Krümse nicht zusammendrücken. So. Natürlich die Kette übers. Auf jeden Fall habe ich mir das YT Capra Comp 29 bestellt in der Größe XL und der Farbe Dune Grey, was, wenn es denn mal sauber ist, eine echt mega geile Farbe ist. Und zwar kommt es im Dunkeln so ein bisschen rüber wie ein Weiß und wenn es heller ist, so ein bisschen so ein Beigefarben. Naja, schaut es euch an. Auf jeden Fall haben wir unten auch noch eine nette Applikation, einfach etwas dunkler als die Hautfarbe, wo auch gleich unten ein Rahmenprotektor dran ist aus Gummi, der relativ gut dick ist, also der hält auch was ab, es ist nicht eine Dekoration. Ich muss mir ein bisschen umschauen, ich habe immer einen Hund dabei, deswegen muss ich schauen, kommt da jemand. Aber gut, machen wir weiter. So, wie gesagt, 29, das heißt 29 Zoll Laufräder hinten und vorne. Aus dem Hause i13
kommen die Laufräder sowie auch die Decken. Kommen wir mal zum Antrieb. Der Antrieb kommt aus dem Hause SRAM, und zwar ist es eine SRAM Eagle NX 12-Fach-Schaltung. Was kann ich dazu sagen? Und zwar hat es von Tag 1 an nicht funktioniert. Nein, es hat irgendwie funktioniert, aber nicht so wie es soll, aber ich schätze, das ist ein Herstellerfehler. Und zwar unten am Käfig hatte ich ein kleines Problem, oder habe eigentlich immer noch, dass der Käfig oder diese tolle Rollerblading Cast irgendwas nicht wirklich zurückschnappt, sodass er mir die Kette ordentlich straff hält und sich, also es ist schwierig zu fahren damit. Ich habe auch schon was Neues bestellt, werde auch auf die X01 Schaltung wechseln. Hinten, vorne, schauen wir mal irgendwann später mal. Ja, wie gesagt, jetzt ist das Ding erstmal defekt, war damit auch im Bikeland meines Vertrauens, wo mir dann auch gesagt wurde, schick's einfach mal ein, irgendwas stimmt dort nicht. Werde ich auch machen, und ich bin auch mal echt gespannt auf die Antwort von YT bis jetzt. Also ich habe denen das Problem geschildert, bis jetzt kam noch nicht viel außer, komm, schick uns das Teil und wir schauen dann mal beim Hersteller, was der dazu so sagt. Ansonsten, wie gesagt, habe ich 12 Gänge, die Kassette geht von 10 bis 50 Zehen hoch. Es ist wirklich nice, wenn man es denn, also es funktioniert, wie gesagt, halbwegs irgendwie ganz gut. Ich kann auch in den 12. Gang schalten und man spürt ihn, also auf jeden Fall. Also man kommt zwar so gut wie kaum voran, wenn man einfach so langsam ist, aber man kommt leicht hoch. So, was haben wir noch? Und zwar das Wichtigste haben wir noch gar nicht genannt bei dem Bike. Gedämpft wird das gute Stück vorne sowie hinten von Fox vorne von einer Fox Rütten. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist, berichtigt mich gerne in den Kommentaren. Rütten 36 und hier hinten von einem Fox DPX 2 Flow oder Fox Flow DPX 2 Performance, keine Ahnung. Auf jeden Fall, von diesem Dämpfer wird es gedämpft und ich muss sagen, eigentlich echt Bombe. Ich bin vorher RockShox gefahren, auch nichts Teures. RockShox, keine Ahnung, Yari oder so. Und muss sagen, die Federung hier gefällt mir etwas besser. Viel zu sagen gibt es dazu nicht. 170 mm Federweg, fährt sich geil, Fox hält. Kann mich nicht beschweren. So, dann werde ich jetzt mal die Seiten wechseln, weil ich habe hier noch eine Kleinigkeit verändert. Und zwar wird werksmäßig das Stück von einer SRAM Code R gebremst. Hier hinten zu sehen, 4-Kolben Bremsanlage. Ich habe jetzt aber, da ich auch vorher schon auf meinen Lapierre die Magura gefahren bin, habe ich sie dort abgebaut, weil ich verkaufe das Bike, leider. Aber die Bremsen möchte mir irgendwie niemand so wirklich zahlen, deswegen habe ich sie behalten und werde sie auch hier weiter nutzen, weil ich einfach davon echt überzeugt bin. Also bisher keine Probleme, bis auf diese Plastikschräubchen, die mir bestimmt schon 200 Mal abgebrochen sind. Also diese Schrauben zum Entlüften oben drauf, wenn man Gua hat, wird es bestimmt kennen. Ansonsten werksmäßig zu der SRAM Code R kann ich mich eigentlich auch nicht beschweren. Sie macht, was sie machen soll. Sie bremst, und zwar auch das nicht wenig und sehr gut. Nur, wie gesagt, also ich fahre die Magura jetzt schon ein halbes Jahr und ich bin einfach Fan davon. Ich werde sie auch weiterhin nutzen. Obwohl, es gibt noch zwei kleine Sachen, die von YT vom Haus aus herkommen. Und zwar gibt es hier doppelt gedichtete Lager. So, das ist einfach, was haben sie unten geschrieben? Ja, es ist einfach zur längeren Haltbarkeit da, es wird besser Schmutz und Wasser abgehalten. Ja. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil ganz genau, wie es aufgebaut ist, weiß ich noch nicht. Ich habe das Bike noch nicht auseinander gehabt und geschaut, wie ist es. Gut, dann gibt es noch einen Flipchip. Flipchip. Ich denke, die meisten wissen damit, was anzufangen. Für die, die es nicht wissen, werde ich es kurz erklären. Und zwar, es gibt zwei Positionen, eine High-Position, eine Low-Position. In der High-Position, kann man sich diesen Winkel einfach vorstellen, kommt er weiter hier rüber, man kann besser bergauf treten. Und in der Low-Position, wie wir es jetzt gerade haben, ist das ganze Bike einfach ein bisschen abfahrtslastiger. High für hochfahren, Low für runterfahren. Eigentlich nicht so schwer zu verstehen.
Gut, und hier natürlich die Zusatzpedale, die man sich denn immer mal dazu bestellen muss, wenn man sich ein neues, scheiße teures Bike kauft, weil, tja, gibt es halt nicht mehr umsonst dazu. Es sind die Crank Brother Stem 7. Ich fahre jetzt auch schon seit 2 Jahren Crank Brother, keine Probleme damit, echt guten Grip mit den passenden Schuhen dazu, die ich jetzt gerade nicht anhabe und auch keine tollen passenden Hosen. Egal, auf jeden Fall Pedale super, 99 Euro, naja, nicht ganz so super, könnte besser sein. Ansonsten Feedback zum Bike werdet ihr die nächsten Tage noch erleben. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und viel Spaß.